Und da sind wir wieder im Duell gegen Rex Raptor. Und herzlich willkommen im Stream, Matze der Barber. Wir nehmen mal Schere heute und gucken mal, ob wir irgendeine Chance haben. Juhu, wir haben, glaube ich, das erste Mal Steinschere Papier heute gewonnen. Meine Güte, vielleicht ist es auch schon das zweite Mal. Auf jeden Fall noch nicht häufig. Pausenzeiten sind ja sehr unterschiedlich, Matze. Sie können von 10 Minuten bis so 6, 7 Minuten, von so, sagen wir mal, 10 Sekunden bis 6, 7 Minuten, ja, variieren. Muka Muka. Ich weiß nicht. Das ist nur Rex. Es ist nur Rex. Wir beschwören Muka Muka direkt mal in den Angriffsmodus. Und beenden unsere Runde. Schwing! Viel Spaß, Rexy. Er spielt OKC. Das war zu erwarten. Die unglaublich gefährliche 800 Punkte Schadensmagiekarte. Und Wastelands. Das ist intelligent von dir, weil das stärkt Muka Muka. Weil Feldzauber, Fels und so. Naja, was auch immer du meinst, Rexy. Was auch immer dich glücklich macht. Ruf der Gejagten, ja, behalten wir auf der Hand. Wir spielen mal Dunams die dunkle Hexe nach draußen, die allerdings in der Klebefallgrube kleben bleibt. Das ist doof. Dann müssen wir halt mit Muka Muka angreifen, weil sie jetzt nicht mehr so viel Power drauf hat. Riesenratte, ah. Es ist natürlich ärgerlich. Dann kriegen wir jetzt wohl oder übel irgendwie einen Orabi oder sowas hingesetzt, der jetzt 1700 Angriffspunkte haben wird. Aktiviere den Effekt. Es ist Orabi. Na sowas, mit 1700. Überraschung, Überraschung. Ja. Wir haben allerdings vor allen Dingen auch durch seinen Feldzauber genügend Punkte, dass ich ruhig Ruf der Gejagten raussetzen kann. Dann holen wir uns Dunams die dunkle Hexe halt in der nächsten Runde zurück. Funktioniert genauso gut. Oh, Krug der Gier, ganz gefährlich. Ja, dann zieh deine eine Karte, dafür, dass du eine Karte benutzt hast. Was ist denn jetzt los? Mega Sauler, was er nicht für gefährliche Karten im Deck spielt. Ja, der bringt ihm herzlich wenig, weil Dunams die dunkle Hexe greift er sowieso an, weil er da mehr Schaden machen kann. Er kommt gar nicht auf die Idee, Muka Muka zu erledigen und er war auch momentan gerade mal genauso stark wie Muka Muka. Ja. Ja, dann würde ich sagen, aktivieren wir den Ruf der Gejagten auch gleich mal. Shrink, okay. Und holen wir uns Dunams raus. Ich würde ja ein Monster spielen, aber dann wären wir leider mit Muka Muka nicht stark genug, um den Megasauler wirklich zu besiegen. Von daher lassen wir das mal. Muka Muka, Angriff! 2300 Angriffspunkte und 300 Schaden. Leider ist er kein Raketenkrieger, von daher würde er keinen Gleichstandskampf überleben, der liebe Muka Muka. Dunams dunkle Hexe, Angriff. Ah, sehr schön. Minus 1800. Ha, ha, ha. Bleiben 5900 und jetzt können wir noch eine Karte ausspielen. Dann nehmen wir den Aquamador. Ja, nehmen wir den Aquamador. Und setzen den mal aufs Feld. Viel Spaß damit, Rexy. Vielleicht greift den Aquamador ja clevererweise sogar an. Er spielt Gilasaurus in offener Verteidigung. Und verrückter Schwertbestie im offenen Angriff. Mit Körpertemperatur erhöhen. Jetzt geht's aber los. Aus hier. Kai, nicht schon wieder. Warum in aller Welt solltest du auch nur daran denken, dein in Verteidigungsposition gespieltes Monster auszurüsten mit Körpertemperatur erhöhen? Nicht zumindest das, was du in den Angriff gesetzt hast. Duelist of the Roses? Nee, nie gespielt, hör mal. Kenn ich nicht. Aquamador in den Angriffsmodus mit dir. Ja, bleiben wir bei den 2-3, wir brauchen sie nicht so wirklich. Nehmen wir lieber den zweiköpfigen Behemoth und greifen mit dem auch an. Go, zweiköpfiger Behemoth! Battleface! Dann, ja, greifen wir erstmal mit dem Aquamador den Gilasaurus da vorne an. Fump, Gilasaurus besiegt. Oh nein, der Gilasaurus ist tot, was sollen wir nur tun? Und Körpertemperatur erhöhen, dementsprechend auch entfernt. Es war sinnvoll, dass du das ausgespielt hast. So, Muka Muka, Angriff auf die verrückte Schwertbestie auf der linken Seite. Wump, außerdem ist der Stream gerade zusammengebrochen. Wie man am Chat sieht. Und Dunams dunkle Hexe. Der durch ein einfaches 9 gerade markiert wird. Dunams dunkle Hexe, 1800. Und zweiköpfiger Behemoth mit nochmal 1500. Sieht schon ganz gut aus. Dann bleiben ihm 1,8. Die sollten wir mit Dunams dunkle Hexe in der nächsten Runde eigentlich ausrotten können.
1800 Punkte sind im Regelfall gut auszulöschen. Er spielt erstmal Urabi und greift uns sogar nochmal an. Oh nein, wir verlieren unseren armen Aquamador, weil wir keine Verteidigung für ihn ausgespielt haben. 500 Schadenspunkte für uns, oh Gott. Das ist aber echt doof, jetzt können wir den genau 0-Sieg nicht machen. Wir haben, glaube ich, nichts mit 1-7, ne? Ne, wir haben nichts mit 1-7. Ach, doof. Dann eben nicht. Hätte ich mal die ausgedehnte Ruine in der letzten Runde mit ausgespielt, dann hätten wir unseren genau 0-Sieg gekriegt. Rote Riesenseeschlange, Attack auf Urabi. 100 Punkte Schaden. Jetzt müssen wir 1700 machen. Haben wir aber immer noch nicht. Na gut, dann kriegt Mukamuka jetzt die Ehre des letzten Schlages. Mukamuka mit 2000 ATK. Vance. Und Rexy ist mal wieder besiegt. Wump. Ja, der Stream ist aber schon wieder ab. Aktualisieren, ja, das macht viel Sinn, dieses Wort. Okay. Ja. Er wollte es locker gegen uns angehen lassen. Als Freund wird uns ja wahrscheinlich niemals registrieren wollen, also schauen wir uns einfach weiter um. Es ist Joey Wheeler! Und es ist... Fragezeichen? Fragezeichen? Es ist ein Stern! Ja gut, ein Stern ist interessant. Wahrscheinlich wieder Rexy. Gegen Rexy müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal antreten. Haben wir hier nicht irgendwo noch irgendwen wirklich interessantes Fragezeichen? Das sieht nicht so aus, als ob hier jemand wäre. Mein Gott, hier seht gar nichts! Kann nicht sein, das sind nur zwei Leute auf dem ganzen... Da, Moment, da habe ich irgendwas gerade gesehen. Hier ganz, ganz in der Ecke. In der Ecke hängt ein Zwei-Sterne-Dualand. Wahrscheinlich Marco Tsunami. Dann duellieren wir uns halt mit Joey. Immerhin hat er 3 Sterne. Hey Joey, lange nicht gesehen. Mit seinem ollen Kriegerdeck hier. Sein guter Kumpel Yugi ist übrigens schon gegen die größten Duellanten der Geschichte angetreten. Und hat noch nie aufgegeben. Trotzdem verliert er andauernd Duelle gegen uns. Ja, ja, auf in die Schlacht. Gegen Joey Wheeler mit Krieger Max. Schere. Schere klingt gut. Plonk. Pff. Weiß ich nicht, ob es den Fehler hier gibt, Kuroko. Ich bin mir recht sicher, dass die Götterkarten hier existieren werden, weil die Shizu ist auch hier. Aber es, ja, ne, weiß ich wie gesagt nicht, ob der Fehler hier drin sein wird mit Schleifer, dem Himmelsschleifer. Ja, das definitiv Luga, definitiv. Er läuft inzwischen wieder, die Verbindung war nur für eine kurze Zeit leider komplett weg. Die Verbindung ist heute wieder mal etwas instabil. Ist ja auch nichts Neues. Ja dann, Mukamuka, auf in die Schlacht mit dir! Wir haben 2100 Angriffspunkte, das sollte reichen, um den marodierenden Hauptmann davon niederzumetzeln. Attacke auf den marodierenden Hauptmann! Schunk, 900 Punkte Schaden. Ich mag den marodierenden Hauptmann, den spiele ich auch sehr gerne eigentlich. Den haben wir leider noch nicht für uns. Purrlink besiegt. Und dann würde ich sagen, ist eine Fallgrube keine ganz schlechte Idee. Ende der Phase! Viel Erfolg, Joey, du wirst ihn brauchen. Und wahrscheinlich nicht haben. Gefährliche Maschine Typ 6, außer du würfelst eine 5, was jetzt auch nicht ungewöhnlich wäre. Nein, das ist eine 3. Ich weiß nicht mehr, was Effekt 3 war. Scheinbar war Effekt 3, dass er eine Karte ziehen darf. Toll. Raketenkrieger. Ja, ich glaube, den wollen wir loswerden. Ja, den wollen wir definitiv loswerden. Der würde uns gefährlich werden, wenn er den ordentlich benutzt. Tschüss, Fallgrube. Raketenkrieger tot. Ah. Mist. Das ruft der Gejagten, einen Raketenkrieger wiederzukriegen. Und Verstärkung für die Armee. Jetzt geht's aber los hier mit seinen ganzen Kriegerkarten. Goblin-Angriffstrupp auch noch hinterher. Ja, gut. Ist nur der Goblin-Angriffstrupp. Der ist nur so semi-gefährlich. Ja, wer jetzt erwartet? Er reduziert unsere Angriffspunkte um 500. Schink. Und dann nochmal Angriff mit Kojikoki, was uns dann erledigt. 200 Punkte Schaden. Blöder Raketenkrieger-Effekt. Naja, immerhin müssen wir jetzt nicht mehr auf unsere Handkarten achten, egal was wir tun. Okay, nächster Spieler. Die Rote Riesenseeschlange, die kommt uns gerade rechts. Ruf der Gejagten, raus aufs Feld mit dir. Rote Riesenseeschlange, raus aufs Feld mit dir. Dann zerstören wir doch mal bitte da vorne den Raketenkrieger auf seiner Seite. Attacke! Wump. Warte mal, hat er denn nicht als Effekt, dass er einmal nicht stirbt im Kampf oder sowas in der Richtung? Ich hoffe nicht. Nee, war es nicht. Hatte ich irgendwas gerade falsch im Kopf. Ist keine Roid-Karte. So, Ende der Runde. Bitte eine 6. Bitte würfel einfach eine 6. Ich weiß nicht mehr, was der andere gute Effekt für uns war, aber eine 6 wäre super. Es ist eine weitere 3. Das heißt, er darf noch eine Karte ziehen.
Glücksschwein. Fusionstor. Was hatten wir noch gleich? Ein Ruf der Gejagten, ne? Ruf der Gejagten, ja. Gucken wir mal, ob er tatsächlich irgendwas fusionieren will oder ob er das nur zum Spaß spielt, weil er das Fusionstor halt gerade hat. Er spielt einfach nur zum Spaß, weil er das Fusionstor halt einfach gerade hat. Macht total Sinn. Würde ich auch immer tun. Ja, dann nehmen wir uns, glaube ich, den dunklen Elfen mal raus, um damit zu kämpfen. Dunkler Elf in die Schlacht. Der Ruf der Gejagten liegt immer noch lustig da hinten rum. Wir greifen erstmal mit der roten Riesenseeschlange an, gucken mal, was da vorne liegt. Da liegt erstmal überhaupt ein Magiewaffenschild. Ach, das ist doch doof. Ich will Ruf der Gejagten, oder? Na, das bringt uns gerade nichts. Dann verlieren wir unsere rote Riesenseeschlange wohl gegen unseren dunklen Elfen. Blöden Magiewaffenschildnutzer. Das ist echt eine Falle, die kann man nur als Loser spielen. Eine Falle, die man nur aktivieren kann, wenn man sich sowieso die ganze Zeit versteckt hinter irgendeinem Müll. Gott, Magiewaffenschild. Bäh. Ich weiß, wir hatten sie selber ganz kurz im Deck, aber wir haben sie nicht benutzt. Er würfelt und das ist eine 1. Das heißt, er muss eine Karte von Hand abwerfen, glaube ich. Ja, seine Teufelswürfel hat er noch auf der Hand behalten, okay. Und kleiner Flügelwächter hat er auch noch. Ach, ich habe vergessen, dass er die Goblin-Angriffstruppe hier hatte. Wollen wir was? Ne, Ruf der Gejagten und der bringt uns gerade nichts. Geh halt in die Verteidigungsposition, Goblin-Angriffstrupp. Und dann würde er uns direkt angreifen mit seinen anderen beiden Monstern. Naja, war ein Fehler von mir, dass wir jetzt überhaupt von denen angegriffen werden können. Ich hätte die Axt der Verzweiflung auf den dunklen Elfen spielen müssen, dann hätte er keinen Schaden machen können in dieser Runde. 1400 und 1500, ja, ja. Mach du, mach du. Wump. Mit deinem Kujikoki hier. So, Goblin-Angriffstrupp ist jetzt erstmal für eine Runde komplett ausgeschaltet, wie sie das für einen Goblin-Angriffstrupp gehört. Kleiner Flügelwächter muss in die Verteidigung gehen, gezwungenermaßen. Wegen seinem Effekt. Ich weiß gar nicht, ob es gezwungenermaßen bei dem ist. Nee, du kannst. Ist nicht gezwungenermaßen. Ja, dann spielen wir Dunams, die dunkle Hexe, aus. Dann aktivieren wir den Ruf der Gejagten. Okay. Mhm. Und dann holen wir uns... Holen wir uns die rote Riesenseeschlange raus. Ja, ich befürchte, das wird heute kein langer Stream, der ist schon wieder zusammengebrochen. Axt der Verzweiflung raus. Dann rote Riesenseeschlange. Viel Spaß damit. Zink. Battleface. Dann greifen wir erstmal Kujikoki und den kleinen Flügelwächter an. Tschüss, kleiner Flügelwächter. Blöde, 1800 Angriffspunkte. Da brauchen wir extra unsere Axt der Verzweiflung für, um das Ding zu erledigen. Ja, und du nimmst dunkle Hexe, Attacke auf den komischen Krieger da vorne. Denn die Goblin-Angriffstruppe muss in der nächsten Runde sowieso in der Verteidigung liegen bleiben. Die können uns also entsprechend relativ wenig tun. Palank besiegt, sehr schön. Und Ende dieser Phase. Mal gucken, ob er noch irgendwas Sinnvolles machen will. Na, erstmal aktiviert sich wieder seine gefährliche Maschine. Ach Gott, bitte keine 5. Ein einziger negativer Effekt und ich glaube jetzt schon 4 positive Effekte von einer rein Glücksspielkarte. Es ist herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Das liegt nicht an Twitch, das liegt an meiner Verbindung, Kuroko. Und er spielt außerdem den Axträuber raus. Ja, da können wir was gegen tun. Go, antike Lampe! Ja, aktiviere den Effekt der antiken Lampe. Wir beschwören den mystischen Djinn der Lampe aufs Kampffeld. Ein hochgefährliches Monster, zumindest gefährlicher als unsere antike Lampe. Dann Angriff mit der antiken Lampe. Zerstöre den Goblin-Angriffstrupp, der dort verdeckt, nicht so richtig verdeckt liegt, der dort zumindest in der Verteidigung liegt. Oh, dann Angriff mit dem mystischen Djinn, zerstöre den Axträuber da vorne, 100 Punkte Schaden. Und Hallöle Flow Motions. Außerdem Hallo Drainer 3. Jetzt kommt aber plötzlich die Menge hier reingeströmt. Ihr kommt gerade pünktlich zu einem Stream, der mal wieder leichte Verbindungsprobleme hat und deswegen zwischendurch ab und an mal abbricht. Also nicht wundern, wenn plötzlich mal der Stream ganz kurz weg sein sollte. So, Ende der Phase. Nächster Spieler, bitte. Joey zieht und ich sehe schon wieder die 5 kommen, die wieder eins unserer Monster zerstört. Ne, eine 1. Jawohl. Das heißt, er darf eine Karte von Hand abwerfen. Juhu, mal wieder ein negativer Effekt. Er hat scheinbar sein einziges Monster abgeworfen. Das ist positiv für uns. Dann haben wir jetzt nämlich gewonnen. Delgard, in die Schlacht mit dir. And face. So. Und dann Attacke mit dem mystischen Djinn, der Lampe. 1800 Schadenspunkte. Dann haben wir daneben Dunams, die dunkle Hexe, liegen. Ebenfalls mit 1800 Angriffspunkten.
Und wir haben extra Gilgad ausgespielt, damit wir ihn endgültig besiegen können. Unglaublich aber war, 12 Runden und Joey ist geschlagen. War einmal wieder ein kompliziertes Duell. Eigentlich nur dadurch, dass er mal wieder Glücksspieleffekte da hinten liegen hat, die ihm mehr geholfen haben als uns. Und du gewinnst. 94 erhaltene Erfahrungspunkte. Außerdem Duellantenbonus und Abschlussbonus. Bonus für nur Kampfschäden. Das sind nicht viele Boni, aber immerhin haben sie sie gekriegt. Mist, ich habe verloren. Heute ist nicht mein Tag. Es ist nie dein Tag, Joey. Es ist nie dein Tag. Okay, wir suchen weiter. Auf dem Hügel von Klo. Es ist Joey, wow. Das ist ja abwechslungsreich mal wieder. Finden wir auch irgendwas Interessanteres. 4 Sterne oder so. 4 Sterne, Ishizu. Go. Nein, es ist nicht Ishizu, es ist Yami Yami. Na gut, dann duellieren wir uns mal wieder mit Yami Yami. Ja, wir wollen uns mit dir duellieren. In Ordnung, er beabsichtigt nicht zu verlieren, hat aber bis jetzt noch kein einziges Duell gegen uns gewonnen in diesem gesamten Spiel. Mit seiner Einheitskraft. Ich glaube, das habe ich heute schon mehrfach erwähnt. Aber Stein, Schere, Papier gewinnen wir deswegen trotzdem nicht. Er will trotzdem Zweiter und wir dürfen als Erster ziehen. Das macht super Sinn. Schön, dass die KI das per Zufall entscheidet, was sie eigentlich tun möchte. Wir haben theoretisch in der ersten Runde direkt wieder unseren Cyberkrug, aber... Das ist mir, glaube ich, zu gefährlich, das bei ihm in der ersten Runde direkt zu machen. Er könnte Spiegelkraft auf der Hand haben. Da kommt lieber die Fallgrube mit Bogernian raus. Können auch eigentlich Wahrheitsvoranstürme schon mal rausspielen. Ende der Phase! Ja, viel Spaß damit. Yummy, yummy. Mal gucken, ob er irgendwas machen kann. Erstmal Verbrecher-Duo. Jawoll, ja. Ich liebe unfaire Karten. Und wir sind Aquamador los. So ein Opfer war den Ruf der Gejagten, glaube ich. Breaker. Oh, das ist gefährlich. Ja, möchten wir Fallgrube aktivieren. Weg mit Breaker. Damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, seinen Effekt zu aktivieren. Rams, tschüss Breaker. Endphase, keine verdeckten Karten. Okay, wenn du das sagst, Yugi, dann würde ich sagen, hauen wir mit der Holzhammer-Methode drauf, oder? Er hat auch Verbrecher-Duo aktiviert, um sich ein bisschen zu schwächen. Eine gute Gelegenheit, um den Cyber-Krug rauszurufen und seinen Effekt zu aktivieren. Bzrump. Minus 5000 für uns. Na dann, suchen wir uns doch mal wieder unser gutes, altes Lieblingsmonster heraus, den schwarzen Totenkopfdrachen. Und greifen mit allen direkt die Lebenspunkte an. Attacke mit 3200 ATK. Die Hälfte von seinem übrigen Wert momentan. Sehr schön. 3200 Schadenspunkte. Dann direkter Angriff mit Bogernian. Nochmal 1300 hinterher. Direkter Angriff. Bogernian 1-3. Immerhin. Power Link. Und dann noch der Cyberkrug mit 700 ATK. Sehr schön, es läuft sehr gut für uns. Wir haben noch waghalsig voranstürmen hinten als zusätzliche Schutzmechanismen liegen. Das bringt uns natürlich nicht viel, um unseren Cyberstein da vorne zu retten, aber ist jetzt noch nicht so schlimm. Aber was soll's. Ja. Das ist Super Secret Miner, das hat dir viel gebracht, dann die Kartenzerstörung einzusetzen. Ich mag Kartenzerstörung nicht sonderlich, muss ich sagen. Man opfert extra eine Karte von der Hand, um Kartenzerstörung halt zu spielen. Ja. Und dann darf man dementsprechend nur neu ziehen. Muss man halt seinen alten Kram trotzdem für abwerfen. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen doof für mich. Gilgad, Angriff. Was haben wir da vorne liegen? Es ist... Ach, Gamma. Ja, dann eben nicht Gilgad. Dann muss halt der schwarze Totenkopfdrache das machen. Ich dachte, der schwarze Totenkopfdrache darf vielleicht den letzten Schlag in diesem Duell machen. Nee. Der muss Gamma den Magnetkrieger aus dem Weg räumen. Pff. Naja. Tschüss, Gamma, der Magnetkrieger. Link. Und Bogernian, Angriff. Jawohl. Hättest du am besten den Fusionsweiser vorher aktiviert, damit du die Pulle schon auf der Hand hast. Und dann hättest du die Kartenzerstörung aktivieren können, um was anderes zu ziehen. Dann wär's auf Nummer sicher gegangen, Poli nicht zu kriegen. Du gewinnst 101 Erfahrungspunkte. Yay. 110. 110, nicht 101. Schnell Abschlussbonus, keine Zauberkarten, Max ATK. Juhu, alles tolle Boni. Und es ist mal wieder Abend. Ausrufezeichen? Oh mein Gott, das ist ein neuer Text. Du bist sehr gut, aber das Ergebnis wird beim nächsten Mal nicht das gleiche sein. Ha, huh. Okay, er hat einfach noch einen anderen Text gekriegt. Ich dachte, er wird uns tatsächlich endlich als Freund registrieren oder es passiert irgendwas Neues oder so. Nö, offenbar nicht. Ja, wie gesagt, es ist Abend. Dann schauen wir uns nochmal nach starken weiteren Duellanten um. 3 Sterne, es ist Abend, es könnte Kaiba sein. Gucken wir mal. Yep, Kaiba ist wieder unterwegs. Juhu, Kaiba Farming, Kaiba Farming.
Ich bin überrascht, dich an einem Platz wie diesen zu treffen. Heute ist wohl ein Glückstag. Ich werde mich mit dir duellieren und innerhalb von ungefähr 7 Runden verloren haben, weil es ist das XYZ-Deck, mit dem man nicht umgehen kann. Nimm mal Stein. Stein verliert gegen sein Papier. Oh. Und er will sogar tatsächlich als erster anfangen. Frechheit, wer macht denn sowas? Erste Runde an sich nehmen. Wir haben schwere Sturm auf Anfangshand, das ist immer eine gute Anfangshandkarte. Er spielt erstmal die Basis an der Front, die er wahrscheinlich auch benutzen will für seine Unions. Yep, Metallpanzer schon mal auf dem Kampffeld. Leuchtender Funke, okay, ja, spiel weiter, spiel mehr. Wie wär's nur mit ein paar verdeckten Karten, so eine Spiegelkraft und so verdeckt. Macht sich immer gut in den eigenen Reihen, finde ich. Böses Wurmungeheuer, ja, das ist auch so eine Karte, die man spielen muss. Ende der Phase, ja, Effekt von böses Wurmungeheuer aktiviert und es geht auf die Hand zurück. Gute Arbeit, Kalber, hast du schön gemacht. Kann ich dir nur auf die Schulter klopfen. So, schwerer Sturm. Weg ist die Basis an der Front. Weg ist die Feindkontrolle. Weg ist der leuchtende Funken. Oh, eine Runde Mitleid für den armen Kaiba. Ja, und wir haben Gilgard. Also, los geht's, Gilgard. In die Schlacht mit dir. Zerstör mal da vorne diesen Z-Metallpanzer. Da läuft eine Katze vor der Gartentür rum, die nicht zu uns gehört. Schink minus 300 Punkte. Und Endphase. Nächster Spieler. Wird er jetzt sein böses Wurmungeheuer in die verdeckte Verteidigung legen, um uns damit irgendwie aufhalten zu wollen? Ich vermute mal, so etwas in der Richtung wird er versuchen. Wir haben eine Fallgrube. Fallgruben sind immer schön. Go Fallgrube. Dann holen wir uns den zweiköpfigen Behemoth. Nee. Wir greifen an mit dem Behemoth, soweit ich denke, es ist das böse Wurmungeheuer, was er gelegt haben wird. Yep, es ist das böse Wurmungeheuer mit 700 Verteidigungspunkten. So stark. Besiegt. Blink. So, und dann 1800 Angriffspunkte direkt auf ihn. Bams. Da freut sich Kaibas Gesicht mal wieder. So, Endphase. Es ist Staubtornado, was er da hinten liegen hatte. Oh, unsere schöne Fallgrube. Was sollen wir nur tun? Mal gucken, ob er jetzt noch irgendwelche Monster hier überhaupt spielen kann. Wenn er schon das böse Wurmungeheuer in die Verteidigung setzen muss, kann er nicht mehr viel Interessantes haben. Okay, wir schauen uns mal an, was da liegt. Verräterische Schwerter einmal aktivieren. Wir haben sowieso keinen besseren Nutzen dafür momentan. Glänzender Elf. Ach, ärgerlich. Ja, dann spielen wir den Staubtornado und... Dann aktivieren wir einfach mal den riesen Steinsoldat in Angriffsmodus und Battleface. Wie viele Verteidigungspunkte hast du denn? 11, 800. Dann kann der riesen Steinsoldat ihn aus dem Weg räumen. Das ist... Dann kann der riesen Steinsoldat ihn nicht aus dem Weg räumen, weil er hatte da hinten eine Karte, die unseren Angriff halbiert. Okay, ich hätte das jetzt nicht unbedingt gegen den riesen Steinsoldaten aktiviert, sondern erstmal gewartet, bis der glänzende Elf tot ist, wodurch er dann ein Monster beschwören kann, das dann im Angriffsmodus liegt, das wir dann angreifen würden. Dann könnte er die Angriffspunkte unseres angreifenden Monsters halbieren und das Monster damit zerstören. Aber mach, was du meinst, Kaiba. Ich will dir nicht in deine Philosophie reinreden. Gilgard, greif mal bitte da vorne den Z-Metallpanzer an und damit ist Kaibas Feld leer. Keine Hand, keine Zauberfallen, keine Monster. Leer. Ah, schön. Ja, dann schauen wir doch mal. Was kannst du denn topdecken, Kaiba? Wenn du kein Monster topdeckst, dann freue ich mich. Es ist... Oh, ein Monster, natürlich. Frechheit. Du kannst hier einfach ein Monster ziehen. Ja. Wir topdecken auch ein Monster. Es ist der dimensionale Krieger. Auf geht's, dimensionaler Krieger. Ich greife mit dem Behemoth an, das musste eigentlich ausreichen. Es ist ein weiterer glänzender Elf, ausgerechnet den glänzenden Elfen von oben vom Deck gezogen, natürlich. Was auch sonst. Ja, Effekt aktiviert sich natürlich und er zieht sich dafür den Y-Drachenkopf. Es ist schön, wie alle seine XYZ-Teile einfach im Friedhof landen. Dann Gilgard, zerstör mal bitte den Y-Drachenkopf. Schink, nochmal minus 300 und dann kann man direkt angreifen mit dem Riesensteinsoldaten und unserem dimensionalen Krieger. Und in der nächsten Runde war es dann für Kaiba. Ist er definitiv besiegt, sofern er nicht die Spiegelkraft nachzieht. 1300 Schadenspunkte. Sehr schön, sehr schön. Shrink. Und dimensionaler Krieger. Auch auf ihn. Direkter Angriff. 1200 Punkte Schaden. Bam. Bleiben ihm 2-8. Ende der Phase. Nächster Spieler. Er zieht. Wieder ein Monster gezogen. Mistkerl. Ah, wir haben unseren dimensionalen Krieger, also was soll's. Wir können ihn sowieso aus dem Spiel entfernen, egal was er macht. Ah, und wir können noch den Bonus abgreifen dafür, dass wir volle Monsterkartenzone haben.
Rink, Battleface, Go Dimensionaler Krieger. Und es ist die antike Lampe. Geh mir doch auf den Keks, Kollege. Ja, er hat sich entschieden, dass wir den zweiköpfigen Behemoth angreifen sollen. Okay, dann geht jetzt unser zweiköpfiger Behemoth und unser dimensionaler Krieger drauf. Das ist schon mal passiert, dass wir den dimensionalen Krieger benutzt haben zum Angreifen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann sind wir ausgerechnet in so eine blöde Lampe reingelaufen. Ja gut, dann geh Guards, zerstörst du dieses blöde Viech da vorne halt. Hat seinen Effekt ja jetzt einmal benutzt. Doofe Lampe aber auch. Und dann haben wir immer noch genügend ATK auf dem Schlachtfeld, um mit Gilgard und dem riesen Steinsoldaten seinen Rest auszulöschen. Meine Güte. Welch eine schwere Geburt, die wir hier extra hatten. Riesensteinsoldat, auf ihn. Direkter Angriff und geschafft. Wir haben es geschafft. Zink. Ja, der hatte mal einen Gott im Team. Ich glaube, hier hat er einen nicht. Da, du gewinnst. 102 Erfahrungspunkte, wieder mal. Noch 1082 bis Stufe 14. Bonus für massig Kram. Vor allen Dingen der Duellantenbonus für Kaiba ist viel wert. Ja, diesen Sieg überlässt er uns. Wenn du meinst, überlass den Sieg uns. Haha, als hättest du eine Wahl, Kaiba. Wen haben wir hier? Nochmal Kaiba. Hier vorne hat's auch geblinkt. Ich guck mal ganz kurz, wer hier vorne ist, dann gehen wir zu Kaiba hin. Fragezeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist... Ah, 2 Sterne. Wahrscheinlich Marco. Hey, Kaiba. Kaiba Farming, yay! Kaiba ist lustig, Kaiba ist gesund. Mit Kaiba machen Duelle Spaß. XYZ, yep, Einzelduell. Ich würde sagen, wir nehmen Schere dieses Mal. Haha, wir haben zu oft gegen Papier verloren. Erster! Haha. Ja, Duell starten. Vielleicht können wir ihm schon eine schöne Falle in der ersten Runde stellen. Apropos Falle, unsere Hand besteht zu 90% hier aus Fallen. Eine Fallgrube ist schon mal nicht schlecht. Ein Staubtornado ist cool. Habe ich echt nichts gegen zu haben. Ach, wir spüren auch den Metallwand daraus, weil warum eigentlich nicht? Und dann hauen wir erstmal Dunams nach draußen. Go, Dunams dunkle Hexe. Ende der Phase. Okay, nächster Schrobila. Kaiba entscheidet sich dazu, erstmal Basis an der Front zu spielen. Ja, ne? Das muss ich nicht unbedingt zerstört haben. Er benutzt sie noch nicht mehr. Er spielt die Basis an der Front, aber er benutzt sie halt nicht. Ja, dann nutze ich meinen Staubtornado doch lieber, um dort links seine verdeckte Karte zu zerstören. Mal zu gucken, was es eigentlich war. Es war einer seiner Zerstörungsringe. Ne, ich will sonst gerade nichts setzen. Das macht nicht viel Sinn, das zu tun. Dunkler Elf, ja, nicht schlecht. Ich würde sagen, wir nutzen mal den Ruf der Gejagten und dann gehen wir mit der Holzhammer-Methode vor. Cyberkrug an die Front. Jawohl, aktiviere den Effekt von Cyberkrug und schalte nicht irgendwo anders an einen sinnlosen Ort hin. Minus 5000 Lebenspunkte für uns. Okay, Beschwörung durchführen. Wir nehmen uns den schwarzen Totenkopfdrachen nach draußen. 3200 ATK. Sehr gut, sehr gut. Und dann sage ich einfach mal Dunams. Dunams, zeig mal, was da vorne liegt. Es ist die antike Lampe mal wieder. Haha. Wen wird er denn aussuchen? Wir greifen unseren guten alten Cyberkrug an. Haben wir irgendwas, was wir dagegen... Naja, können wir nichts gegen machen. Naja. Dann nehmen wir wohl ein bisschen Schaden noch. 1100, um genau zu sein. Polenk. Ich finde es aber schön, dass er uns hat Cyberkrug zerstören lassen. Ich hätte es schlimmer gefunden, hätte er uns den schwarzen Totenkopfdrachen angreifen lassen. Und schwarze Totenkopfdrache, Attacke auf die antike Lampe. Polenk, Sach besiegt. Jut, jut, dann Endphase. Jetzt sollte Kaiba erstmal nichts Gefährliches mehr übrig haben, hoffe ich. Wenn er jetzt natürlich seinen Ring der Zerstörung zieht und spielt, dann haben wir ein echtes Problem hier. Leuchtender Funke hat er erstmal, damit stärkt er unser Monster, was unglaublich clever mal wieder von ihm ist. Okay, sonst haben wir gerade nichts, das ich irgendwie tun möchte. Leuchtender Funke. Karte in verdeckter Verteidigungsposition, dein Gegner ist kurz davor, sein Spielzug zu beenden. Naja, lassen wir erstmal noch so. Und mystischer Gin der Lampe. Das passt doch gerade gut. Ring, dun, 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 dun. Ich ziehe den sehr oft, ja. Das stimmt. Wir haben einen Cyberkrug momentan da drin. Das bringt uns nicht viel. Ja, dann Angriff. Schauen wir doch mal, was da liegt. Das ist das böse Wurmungeheuer. Eine von Kaibas Lieblingskarten, wie es aussieht. Ne, wir wollen nicht zusätzlich aktivieren, um gegen das böse Wurmungeheuer anzutreten. Elender Wurm, stirb. Dann Attacke mit schwarzer Totenkopfdrache. 3200. Direkt Angriff auf die Lebenspunkte. Schon mal sehr gut.
Und direkter Angriff mit Dunamps und Glax. Hätten wir Megamorph gehabt, hätten wir jetzt schon mehr oder weniger gewinnen können. Hätten wir schon gewinnen können. Dunamps Dunkle Hexe wird ja noch gestärkt von leuchtender Funke. 2-3. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und Endphase. Kaiba, das ist deine letzte Runde, einen Ring der Zerstörung zu ziehen und noch zu gewinnen. X-Kopfkanone. Ja, das ist kein Ring der Zerstörung. Das Ding, da fällt nur in eine Fallgrube, wenn du es spielst. Blink, tschüss. War jetzt erstmal nur semi-intelligent. Okay, Endphase. Ja. Dann. Nee. Hoffen wir, dass es nicht der Ring der Zerstörung ist. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Hätten wir ein verdammtes Problem. Und greifen wir an mit unserem schwarzen Totenkopfdrachen. Und nope, ist es nicht. Direkter Angriff. Kein Gleichstand. Wump. Kaiba ist mal wieder in 7 Runden erledigt. Du gewinnst. Ja. Und dann hat er Kaiba the Revenge extra rausgebracht, um uns andauernd wieder herausfordern zu können. Aber auch da hat er dann immer nur verloren. Traurig. Welch Schicksal. Ach, diesen Sieg überlässt er mal wieder uns. Das ist überraschend, Kaiba. Sehr, sehr überraschend. Ja. Es ist immer noch relativ früh. Schauen wir uns mal weiter hier oben um. Es ist außerdem spät in der Nacht. Das heißt, wir könnten vielleicht wieder auf irgendwelche Ghouls treffen. Gucken wir mal, dass wir lange Laufwege mitnehmen. Dann haben wir eine höhere Chance, auf Ghouls zu treffen. Yummy, yummy. Und niemand, der uns aufhalten will. Niemand. Ich glaube, ein Duell ist ein Kampf, um dein wahres Ich zu finden. Vielleicht wirst du ja herausfinden, wer du wirklich bist. Yummy, yummy, das ist was für dich alleine. Lass uns das Duell beginnen. Ja, warum nicht? Schon lange nicht mehr gegen Yami Yami duelliert, nicht wahr? Mit seiner Einheitskraft. Nehmen wir Papier. Ja. Wenn wir Papier nehmen, verlieren wir natürlich damit. Und er will als erster ziehen. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Duell starten. Er zieht, wir ziehen. Ah, es ist gut, dass er angefangen hat, weil wir haben schwerer Sturm auf der Anfangshand. Vielleicht gleich nicht mehr, denn er spielt erstmal eine der ultimativen Imba-Karten, die es hier noch, ja, erlaubt sind. Ich hasse es. Ich hasse es. Einfach nur wie die Pest. Bezahle 1000 Lebenspunkte, Gegner muss 2 Handkarten loswerden. Ja. Was machen wir jetzt? Gilgart oder Nummer sicher? Machen wir erstmal Gilgart. Komm, Holzhammer drauf. Battleface, Gilgart, Attacke. Es ist eine Riesenratte auf seiner Seite. Ach, das ist nicht schön. Das heißt, er darf sich jetzt direkt mal irgendwie Großschildwache oder sowas aus dem Deck suchen, was auch immer er wählen wird. Effekt aktivieren und Großschildwache. Ja, wie zu erwarten war. Naja, liegt da jetzt halt eine Großschildwache. Hätte was Schlimmeres sein können. Endphase. Mal gucken, ob er opfert. Top der Gear. Mal gucken, ob er danach opfert. Nein, er spielt aber erfahrener dunkler Magier und auch der ist stärker als was wir momentan auf dem Feld aufzubieten haben. Also jetzt gefährlich für uns. 100 Punkte Schaden, Gilgart ist erledigt. Schink, wir haben zum Glück den riesen Steinsoldaten, der momentan noch für uns verteidigen kann, aber er könnte einen dunklen Magier verhand haben. Tja, dann Verwandlungskrug. Spielen wir den wohl erstmal und hoffen, dass er jetzt nichts zu Fieses macht. Wenn er den dunklen Magier spielt, dann müssen wir den Menschenfresser in der nächsten Runde spielen. Hat aber scheinbar nicht. Okay. Erfahrener dunkler Magier greift uns an. Polonk. Nimmt 100 Punkte Schaden. Schon mal sehr schön. Polonk 100. Und Manphase 2. Eine verdeckte Karte. Schon mal hat er keine Monster mehr. Das ist gut für uns. Keine Monster ist perfekt. Ja. Dann spielen wir vielleicht erstmal Sangain raus, wa? So. Sangain raus aus Schlachtfeld, dann können wir uns gleich ein Monster aus dem Deck suchen. Battleface! Ja, wir haben so viel in der Battleface zu tun. Hallo, Blader Link. Hallo. Mystische Box. Okay. Ich habe gerade 4 Fragezeichen über dem Kopf. Hä? Hä? Warum? Was? Was ist das? Hä? Okay. Greift an. Sangain, ja. Ja, schön, wir haben jetzt einen 1900er Angreifer auf unserem Kampffeld liegen, den wir benutzen können. Ist mir recht, danke, Yogi. Ist nicht Yogi, ist Yami Yami. Hä? Okay. Ja, ich hätte auf jeden Fall gerne den Raketenkrieger, der wäre gerade sehr nützlich für die momentane Kampffeldsituation. Und noch eine Monsterkarte in verdeckter Verteidigungsposition.
Ja, dann... Oh, Cyberkrug, sehr schön. Schwimmen wir den Raketenkrieger erstmal aus. Hi Raketenkrieger, willkommen auf dem Schlachtfeld. Auf in die Kampfphase. Dann greifen wir erstmal hier vorne die Großschildwache an. Wump. Nervt? Also bitte. Final Fantasy Chocobo Tales hat die beste Musik überhaupt. Das ist fast alles Remixes der normalen Chocobo-Hintergrundmusik. Frechheit. Ah, 1900 Punkte Schaden an dem erfahrenen dunklen Magier. Na, durch den erfahrenen dunklen Magier in dem Fall. Oh, 5000 Lebenspunkte bleiben Yami Yami übrig und Ende dieser Phase. Schwinge, er zieht's. Und er geht in die Verteidigung. Jetzt kann er sich offenbar nicht mehr wehren. Tja, traurig. Wenn man alles verschwendet hat, was? Wir benutzen unseren dimensionalen Krieger in dieser Runde. Dann Battleface. Greifen wir erstmal mit dem Raketenkrieger an, was auch immer er da hingelegt hat. Das ist der Getriebegolem. Ach, blöder Getriebegolem. Naja, mir rechts. Schink. Dann erfahrener dunkler Magier. Töte mal, was auch immer da liegt. Das ist Alpha Magnetkrieger. Sehr schön. Tschüss, Alpha Magnetkrieger. Schön, dich gekannt zu haben. Pschum. So, und dann entfernen wir den dimensionalen Krieger samt der Riesenratte da vorne aus dem Spiel, damit er nichts beschwören darf. Ching, ching, 250 Schaden an uns. Aber dafür ein weiteres Monster entfernt. Jump. Jump. Wie zu erwarten war. So, Main Phase 2. Dann hätte ich gerne Schmerzen teilen. Jop, wir teilen die Schmerzen unseres Raketenkriegers und vernichten damit schon mal den Getriebegolem da vorne. Tschüss, Getriebegolem. Plu, plu, plu. Außerdem ein zweiter Punkt für den erfahrenen dunklen Magier auf unserem Schlachtfeld. Allerdings können wir den Effekt nicht benutzen, um dunklen Magier rauszuholen. Wir haben keine dunklen Magier. So, verräterische Schwerter. Ach, Zeitschänderkarten. Och, nö. Muss das sein, Yami Yami? Muss das wirklich sein? Dann spielen wir halt unseren Menschenfresserkäfer. Und beenden die Runde. Und warten jetzt, dass wir irgendwie sein Feld leer halten, bis die verräterischen Schwerter davon abgelaufen sind. Wie man das so macht bei diesen Dingern. Beta-Magnetkrieger. Tja, dann wird der jetzt wohl vom Menschenfresser gefressen. Wir hatten auch mal einen schweren Sturm. Tja, wir hatten ihn sogar auf der Hand, aber er hat in der ersten Runde Verbrecher-Duo gespielt und zufällig den schweren Sturm von unserer Hand abgeworfen. Purer Zufall. Aktiviert. Und tschüss, Beta-Magnetkrieger. Plonk. Mhm, außerdem Menschenfresser weg. Na sowas. Main Phase 2. Dunkle Fabrik der Massenproduktion. Och nö, das ist ja halt jetzt massig Monster, die er jede Runde spielen kann. Ist doch nervtötend. Ja, Beta und Alpha hat er wieder auf die Hand zurückgekriegt. Hm, wir haben Gegard. Dann spielen wir wohl Gegard aufs Kampffeld. Und warten erstmal weiter, dass diese blöden Schwerter irgendwann mal auslaufen. Zwei. Tick, tick. Noch eine weitere Runde, dann sind sie erledigt. Ausgebildeter keltischer Wächter. Ballern, dun, 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 dun. Der hat nicht wirklich eine Chance gegen Gegard. Weiß ich nicht, aber ich vermute es, weil Ishizu in diesem Spiel vorkommt, Secret Miner. Endphase! Nummer 3. So, verräterische Schwerter sind endlich entfernt. Sehr gut, sehr gut. So, er... Oh, 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 oh! Er hat Valkyrion! Es ist geschehen! Zum ersten Mal nach 10 Duellen oder was gegen Yami hat er es tatsächlich geschafft, Valkyrion den Magnetkrieger aufs Kampffeld zu kriegen. Wow! Hat auch lange genug gedauert. Außerdem kriegt er Gamma zurück und kriegt Beta zurück und wird wahrscheinlich einen noch ausspielen können, weil es war eine Spezialbeschwörung, glaube ich. Wollen wir? Fragezeichen. 3, 5. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir definitiv nicht. Pschum. Aua. 1700 Punkte Schaden. Ja, das ist jetzt gefährlich für uns. Hm. Er hat uns ausgerechnet unseren 1800er jetzt abgenommen, was doof ist für uns. Aber wir können trotzdem, ja, wenn er magische Zylinder hat, haben wir ein echtes Problem. Ich hoffe mal, das wird er nicht haben. Die wird er nicht haben. Wir benutzen jetzt nämlich unseren Cyberkrug und aktivieren seinen Effekt. Minus 5000 Lebenspunkte für uns. Jump, das ist nämlich momentan unsere einzige Hoffnung gegen Valkyrion. Und holen uns dafür den schwarzen Totenkopfdrachen aus unserem Fusionsdeck raus. Nein, erstmal nicht. So, dann spielen wir die Axt der Verzweiflung. Go, go, Axt.
und rüsten damit unseren Cyberkrug aus. Viel Spaß damit, Cyberkrug. Staubtornado können wir auch schon mal aufs Feld setzen. So. Dann gehen wir in die Battle Phase. Und greifen erstmal mit dem Cyberkrug den ausgebildeten keltischen Wächter an. Sehr schön, schon mal keine Spiegelkraft da hinten. Ist schon mal viel wert. Ist der ausgebildete keltische Wächter schon mal erledigt. Dann greifen wir mit dem erfahrenen dunklen Magier besser den Magnetkrieger an. Jump, 200 Punkte Schaden. Fump. Dann aktivieren wir waghalsig voranstürmen. Und erhöhen die ATK von dem schwarzen Totenkopfdrachen, sodass wir stark genug sind, um Valkyrien zu... nicht zu besiegen. Mist. Verräterische Schwerter für Schnappstahl und für Scapegoats. Ah ja. Wir haben in diesem Moment gerade eine 33-prozentige Chance, dass wir nicht dieses Duell verlieren. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Die goldene Mitte geht vor. Verdammt, das ist Schnappstahl. Ja, wir haben verloren. Yami hat gewonnen. Pium, Schnappstahl wurde im Kampf besiegt. Was nicht alles passiert. Ja, wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie zu wehren, glaube ich. Aha, es war die rechte Karte. Bei 3-5. Ne. Aktiviert den Staubtornado! Rettet unseren Cybercrew! Ach, damit kann man nur Gegner. Das Staubtornado konnte unsere eigenen Karten gar nicht zerstören. Ja gut, dann funktioniert ja sowieso alles vorne und hinten nicht. Wir sind tot. Nein! Unser erstes verlorenes Duell gegen Yami Yami. Das, und auch das erste Mal, dass er tatsächlich Valkyrion rausgekriegt hat. Das ist das dritte Duell, das wir damit verloren haben innerhalb dieses Spiels. 0 Punkte, aber immerhin einen Rundenbonus von 19. Yay. So viel. Ich gewinne! Freu dich, Yami Yami, es ist das erste Mal. Unglaublich. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Wir haben noch zwei Duelle, glaube ich, die wir heute machen können, bevor der Tag vorbei ist. Dann haben wir denn hier unten? Fragezeichen, 3 Sterne. Kaiba! Go! Nein, wir wurden aufgehalten. Es ist Pegasus, der ebenfalls 3 Sterne hat. Hi Pegasus. Lass das Schattenspiel beginnen! Ich find's schön, wie die einfach lustig hier draußen rumlaufen und Leute halt zu Schattenspielen herausfordern. Naja. Papier bitte. Oh. Jetzt müssen wir Stein wählen. Naja, zweiter. Gegen die Thunwelt. Beim letzten Mal haben wir überhaupt kein Problem mit der Thunwelt von Pegasus. Beim letzten Mal haben wir ihn ziemlich niedergemetzelt. Aber die Thunwelt kann gefährlich werden. Wir haben schon mal einen schweren Sturm, das ist ein guter Anfang. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach erstmal Muka Muka und freuen uns darauf, was Pegasus machen will. Ende der Phase. Viel Glück, viel Spaß. Gel Hive. Thunwelt, na sowas. Erstmal minus 1000 Punkte, na sowas. Und Thun Elfenzwillinge. Okay, außerdem verdeckte Karte, verdeckte Karte. Endphase. Ja, Pegasus, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Ich habe nämlich einen schweren Turm auf der Hand. Schweren Turm vor allen Dingen. Go, schwerer Turm. Es war letztes Angebot. Warum spielt er das überhaupt? Thunwelt. Tschüss, Elfenzwillinge. Und Notration. Pff, wer spielt denn sowas? Ja. Dann go Mr. Ginger Lampe in die Schlacht. Direkter Angriff auf Pegasus Lebenspunkte. Deswegen mag ich Thuns nicht. Wenn die Thunwelt verliert, hat man ein ziemliches Problem. Es ist einfach zu negativ, die Thunwelt zu verlieren. 1800. Piu. Und nochmal, 1800. Piu. Freue dich, Pegasus. Freue dich. Wir bereiten dir einen schnellen Tod. Endphase. Okay, er zieht. Und es ist Fusionstor. Was hat der denn für Fusionen im Deck? Wahrscheinlich Bikuri-Box oder sowas. Wahrscheinlich kann er eh nicht fusionieren. Der spielt das wieder einfach nur zum Spaß aus, weil das kann. Jupp. Einfach nur zum Spaß ausgespielt, weil das kann. Okay, ja, das wird leider in dieser Runde noch nichts, glaube ich, doof, ja, Schmerzen teilen, bitte aktivieren.
Dann feuern wir jetzt einfach den guten alten Mukka-Mukka ab. Rink. Und entfernen damit einen Thun-Kanonensoldaten, der da verdeckt lag. Auch konntest du den nicht in Angriff spielen, dann hätte der Effekt von der KI sowieso dafür gesorgt, dass er den sofort abfeuert. Und wir hätten diese Runde gewonnen. Hätten wir auch den Schnellabschlussbonus noch gekriegt. Nö, so haben wir halt zu wenig Punkte. Wump, 1800 Schaden. Gute Arbeit, mystische Gender-Lampe. Bams, besiegt. Naja, mehr oder weniger besiegt. Endphase. Die 100 Lebenspunkte sollten wir gleich haben. Er spielt, verdeckte Verteidigung. Ja, wir haben nochmal Schmerzenteilen auf der Hand. Also können wir das auch aktivieren. Go, go, Pinguin-Soldat. Mach dich nützlich. Opfer dich mal für das größere Gute für uns hier. Wump. Tschüss, Pinguin-Soldat. Und es war nochmal Thun-Kanonen-Soldat auf seiner Seite. Wow. Pegasus, abwechslungsreich. Du warst richtig schwer. Also ich muss dich loben, was das angeht. Shish. Ich hätte nicht erwartet, dass du noch leichter sein könntest als im ersten Duell, das wir gegen dich gemacht haben. Aber du gewinnst! 94 Erfahrungspunkte! Und Schattenspielbonus, Duellantenbonus, kein Schadenbonus, keine Fallenbonus, kein Spezialbeschwörungsbonus, Bonus für 100 Kampfschäden, massig Bonus. Oh nein, das muss Zufall gewesen sein! Es ist Zufall, wenn du mal gewinnst mit deinem unglaublich tollen Deck. Auf nach Hause! Okay, das war das letzte Duell, das wir heute machen konnten. Na gut, dann tuckern wir halt zurück. Ducker, 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 ducker. Ducker, 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 ducker. Ducker, ducker. Und wir sind wieder zu Hause angekommen. Ab ins Bett zum Schlafen, jawohl, wir schlafen. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Spiel. Es ist morgen. Yay, Schatzkiste, hier kann das Spiel gespeichert werden. Speichern? Ja, wirklich speichern. Okay, wir machen jetzt wieder eine ganz kurze Pause, die wird wirklich super kurz sein und dann werden wir anfangen zu tricksen, weil das Spiel mir langsam auf den Keks geht, dass wir Display um Display um Display kaufen und eine einzige Karte, die wir brauchen, einfach nicht bekommen. Bis gleich!